die Inde trat über die Ufer und kam in diesem Bereich hier auf das Krankenhaus zu. Ja. Wir sprechen jetzt von nachts um 12 Uhr ungefähr. Hier hat man eine Verteidigungswelle aufgebaut mit diesen Sandsäcken, die Sie da noch sehen. Das hat auch geklappt. Bis 2 Zentimeter vor dem Eingang kam das Wasser. Das half aber nicht viel. Wenn Sie das Gelände angucken, sehen Sie, dass genau unter der Kapelle, das Schicksal hat es so gewollt, die eine Wasserflut hineingekommen ist in den sutteren Bereich des Krankenhauses. Die andere, das konnte man überhaupt nicht verteidigen, ist von der Grabenstraße, von der Fußgängerzone von Eschweiler, die lief langsam voll, von hinten in den Lieferanteneingang hineingekommen. Damit war das Sutterrain von 2 Seiten umflutet und war nicht mehr zu halten. Das ging dann in einer rasenden Geschwindigkeit, so wurde berichtet. Nachts um 2 Uhr war das voll gelaufen. Die Notstromaggregate vom Hochwasser außer Betrieb gesetzt, sodass der Super-GAU, der eigentlich nicht berechnet ist, stattgefunden hat. Oder das ist genau, ja, vielleicht meine Funktion auch. Krankenhausseelsorge beinhaltet, Menschen, die krank sind, zu begleiten, Angehörige zu begleiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Krankenhausseelsorge heißt Seelsorge auf die Mitarbeiter. Und jetzt ist hier den Mitarbeitern sozusagen die Grundlage ihres Tuns fast genommen worden und sie versuchen, sie wiederherzustellen. Und da, das heißt für mich, in dieser Not solidarisch zu sein. Das finde ich wichtig von meinem Grundverständnis als Seelsorger auch und als Mensch. Ich könnte gar nicht anders, als zu Hause zu sitzen bei dem schönen Wetter, um ein Kreuzworträtsel zu lösen, wäre irgendwie nicht meins. Das Wasser ist hier rein, hat die Tür aufgestoßen und hat den Kameraden da drin, der 4 Tonnen wiegt, einfach auf Seite geschoben. Ja, mein Name ist Lukas Ripkens. Ich war hier für das Krankenhaus Eschweiler in der Form des organisatorischen Leiter Rettungsdienstes da. Und ich bin hier zu alarmiert worden, um eben hier meinen Lageüberblick zu verschaffen, dem Krisenstab der Städteregion. Und dann hat sich eben dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass man eben hier über eine Evakuierung nachdenken musste. Und am Ende ist es ja dazu gekommen, dass das Haus stromlos war, kein Frisch- und Abwasser mehr hatte. Und wir dann eben hier das Krankenhaus eben schnellstmöglich evakuieren musste, weil es 17 intensivpflichtige Patienten hier im Haus gab, die dann eben schnellstmöglich das Haus eben hier verlassen mussten. Und als das Haus dann eben komplett stromlos war, war klar, dass ein weiterer Betrieb jetzt aktuell im Krankenhaus hier nicht möglich war. Und dann musste das Haus eben komplett mit seinen 295 Leuten eben hier geräumt werden. Ich finde eine sehr intensive Zeit. Ich bin hier abends eben um kurz vor 12 Uhr angekommen, auch schon hier durchs Wasser gewartet und ja, man ist dann eher sehr nervös, weil man eben schon so weiß, das ist kein kleines Krankenhaus, was wir hier in der Städteregion haben, es gehört schon zu den größeren und man eben alles dafür geben muss, um das Haus hier eben nicht zu evakuieren. Und das war hier eine super Zusammenarbeit mit dem Krankenhausmanagement und mit der Feuerwehr Eschweiler, die hier den Abschnittsleiter eben gestellt hat. Und in dem Setting hat man sich hier sehr eng abgesprochen und war dann eben hier fürs Krankenhaus da und hat dann eben mit der Geschäftsführung hier die Schritte eben eingeleitet, die dann eben notwendig waren, um das Haus eben zeitschnell eben dann zu evakuieren. Also wir Maltese aus Eschweiler, ich kann hier nur für die Stadtgeschäftsstelle Eschweiler sprechen. Wir sind jetzt seit Mittwoch eben im Dauereinsatz in verschiedenen Konstellationen und wir haben jetzt hier mit unseren ehrenamtlichen Kräften, die wir im Stadtgebiet hier haben, über 2.500 Stunden jetzt geleistet. Ja, vielen Dank an uns, alle unsere Helferinnen und Helfer, aber auch an alle Kolleginnen und Kollegen von den befreundeten Nachbarorganisationen, als THW, die Bundeswehr, die hier eben alle mit angepackt haben, die Feuerwehr, waren wir ein großes Team und haben alle an einem Strang gezogen. Das finde ich sehr bemerkenswert und das Ziel war es, das Krankenhaus ohne einen Verlust eben zu evakuieren. Und am Ende des Tages haben wir es geschafft, diese 295 Leute ohne einen Toten hier aus dem Haus rauszubekommen.